Liebe Parteifreunde, wir sind ja heute zur angemessenen Kürze aufgefordert. Es ist erinnert an, dass Angela Merkel bei ihren späteren Wahlen nur sagte, sie kennen mich. Lassen Sie mich deshalb nur weniges klarstellen, ich bin nicht Angela Merkel. Aber Medien und andere Politiker waren zurzeit auf den bestimmten Sachen gar nicht sagen sollte, weil es der AfD in die Karten spiele. In Wirklichkeit ist es gemeint, weil es ein Eingeständnis wäre, dass die AfD die ganze Zeit recht hatte, so wie bei den Notfallmaßnahmen jetzt Atomkraftwerke zu nutzen. Bitte, das sind eigentlich seit ewiger Zeit AfD-Forderungen. Darauf müssen wir jetzt immer wieder hinweisen. Und umgekehrt gleichen die ganzen angeblich für die Freiheit notwendigen Opfer die ganze Deindustrialisierung Deutschlands doch verdächtig den schon seit ewig gehegten grünen Programm der Deutschlandvernichtung. Jetzt kommt die Zeit der Deutlichkeit. Wir müssen das den Bürgern in den größten, möglichsten, effektivsten Formaten sagen. Die AfD hatte schon immer die besseren Lösungen in der Energieversorgungsfrage, mit Kohle und Öl, mit Atomkraft und Gas. Aber die Grünen nutzen die Falschdarstellung der Kausalität dieser Krise, um bei ihrem alten Programm jetzt voll den Turbogang einzulegen, Deutschland zum Mittelalter-Bauerndorf zu machen. Man konnte unter linken Regierungen ein Zerstören Deutschlands in 10 Jahren wohl erwarten, aber man sieht, jetzt zeigen sie, dass es auch in 10 Monaten geht und manchmal denkt man in 10 Wochen. Dagegen bedarf es jetzt unseres klaren demokratischen Widerstands, meine Damen und Herren. Wir wollen nicht in einen Weltwirtschaftskrieg hineingezogen werden, der nicht der unsere ist. Wir müssen den Leuten sagen, mit der Union von März wäre Deutschland schon im Kampfeinsatz. Und die Ampel, die verschenken laufende Quartiere zu Lasten unserer Kinder und Kindeskinder, was wir gar nicht haben, weil diese Scheinentlastungen sind nur Mauersteine im Schuldgefängnis der nächsten Generation. Nicht Symptomdoktorei mit neuen Schulden, sondern Erschließung von mehr Energie, alles ans Netz, Klarstellung beziehen gegen Corona-Gängelung und Zersetzung der Grundrechte, gegen offene Grenzen und forcierte Wirtschaftsmigration, gegen eine Deutschland schadende Wirtschaftspolitik und Sanktionspolitik und die Deindustrialisierung unter dem Deckmantel von angeblichen Freiheitswerten. Keine Mittel für Scheinasylanten und fremde Kriege, sondern für unsere notleidenden Betriebe, unsere notleidenden Arbeitnehmer. Das müssen wir nach vorne bringen, dafür müssen wir den Bufo treiben. Der hat endlich mal sich einzuklagen in öffentlich-rechtliche Formate, Stichwort Talkshows. Das muss gerichtlich erstritten werden. Und wir schauen jetzt auf den 12. Februar, die Berlin-Wahl. Aber vielleicht wird ja noch ein Halbmarathon auf den Tag gelegt. Oder aufgeklebte Klimaterror-Kinder halten die Wagen mit den Wahlzetteln auf. Wer weiß, die Bundesdemo vor einer Woche, ich sage es Ihnen, bleibe dabei, ein Landesverband kann das gar nicht allein wünschenswert im Umfang leisten, das berichtet wird. Wir brauchen nach kaltem Winter und zum 10. Geburtstag eine weitere Bundesdemo vor der Berlin-Wahl. Hier in Berlin haben wir ein großes